Nach der Bundesliga kommen jetzt bald auch die anderen großen europäischen Fußballligen wieder zurück nach der Corona-Pause und das heißt, wir bekommen wieder die Chance, auf die größeren internationalen Talente zu schauen. Und das machen wir heute auch bei Talentwatch. Hier bei Talentwatch gucken wir jede Woche auf die größten Talente der Fußballwelt und jetzt, wo dann auch bald Fußball wieder in England, Italien und auch Spanien stattfindet, haben wir uns mal vorgenommen, euch Talente vorzustellen, die jetzt gerade für die restlichen Spiele besonders interessant sind und die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Die Talents to Watch sozusagen und am Donnerstag feiert La Liga ihr Comeback. Deshalb gucken wir natürlich auch zuerst auf Spanien, ist klar. Kurz vorab, bevor wir damit starten, wir haben uns so ein paar Kriterien auferlegt. Was sind denn für uns Talents to Watch, jetzt gerade für die restliche Saison? Also zum einen darf der Spieler kein Star sein, wie ein Joao Felix zum Beispiel. Oder auch ein Ansu Fati oder Vinicius Junior von Real. Die sind natürlich alle schon sehr bekannt. Dann ist auch noch ganz wichtig, dass sie jetzt in den letzten Spielen große Chancen auf Spielzeit haben. Dass wir auch sicher gehen können, wenn wir ein Spiel ihrer Mannschaft gucken, dass wir dann auch diese Talente zu sehen bekommen. Also bei einem Renier oder auch einem Rodrigo bei Real ist das aktuell nicht unbedingt der Fall. Dann sollten sie sich in dieser Saison oder bestenfalls kurz vor der Corona-Pause merklich verbessert haben. Sie sollten ihren Durchbruch entweder schon erlebt haben in dieser Spielzeit oder kurz davor stehen. Und wenn wir über Talents to Watch reden, finde ich persönlich immer noch ein bisschen spannender, auf Talente zu gucken, die noch nicht bei den ganz großen Vereinen spielen, also nicht bei Real und Barcelona in diesem Fall, sondern vielleicht auch kurz vor dem Wechsel zu einem größeren Club stehen. Der erste auf unserer Liste gilt neben den offensichtlichen Namen, die ich ja jetzt zum Teil auch schon genannt habe, als das Next Big Thing in Spanien. Ferran Torres, Flügelspieler vom FC Valencia, 20 Jahre alt, Spanier und mittlerweile laut Transfermarkt De 45 Millionen Euro wert. Damit ist er schon auf einem Level mit zum Beispiel Rodrigo oder auch Vinicius Junior. Schon im Alter von 6 Jahren ist er in die Jugend von Valencia gewechselt und hat sich da kontinuierlich nach oben gespielt. Es läuft jetzt in dieser Spielzeit nicht ganz so berauschend für Valencia. 7. ist man aktuell, aber Ferran Torres hat sich da wirklich festgespielt und seit November gehört er zum Stammpersonal. Vor allem kurz vor und kurz nach der Winterpause hat er brutal stark gespielt. In der Liga, aber auch in der Champions League hat er auf sich aufmerksam gemacht, als er im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bergamo einmal getroffen und ein weiteres Tor vorbereitet hat. Auch wenn es nichts gebracht hat, man ist trotzdem ausgeschieden. Er steht aktuell bei 6 Toren und 7 Vorlagen in allen Wettbewerben. Was ist er für ein Spielertyp? Er gilt so ein bisschen in Spanien als der nächste Marco Asensio. Er kann auf beiden Flügeln spielen, entweder auf rechts, so mehr als klassischer Flügelstürmer, oder auf links, einer mit mehr Zug zur Mitte. Er ist relativ groß für seine Position, robust und vor allem schnell. Dazu technisch auch sehr gut, hat einen guten Abschluss, ganz gut im Dribbling. Also im Prinzip ist er ein relativ kompletter Spieler für diese Position. Das wirklich Spannende an ihm ist, dass alle, und ich meine wirklich alle europäischen Topclubs schon mal mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Also wenn wir das mal so durchgehen, Real und Barca, klar, die baggern natürlich schon länger an ihm. City, Juve, Liverpool, um Mané und Salah vielleicht mehr Pausen zu gönnen. Die Bayern, wenn zum Beispiel ein Sané nicht kommt. Aber was man halt in letzter Zeit wirklich häufig hört, ist, dass der BVB interessiert sein soll, um einen möglichen Abgang von Jadon Sancho zu kompensieren. Er hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. Das klingt jetzt erstmal viel, aber dieser Vertrag läuft auch nur noch bis 2021. Und wenn Valencia wirklich noch Kohle mit ihm machen will, dann sollten sie das in diesem Sommer machen, wenn sie den Vertrag nicht verlängern. Und das würde bedeuten, dass man da wahrscheinlich ein bisschen weniger zahlen muss, um ihn zu bekommen. Ferran Torres ist auf jeden Fall einer, den ihr für die restlichen La Liga-Spiele auf dem Schirm haben solltet. Zum einen, weil er individuell einfach ein cooler, junger, talentierter Spieler ist mit viel Potenzial. Und zum anderen, weil wir ihn ja vielleicht schon bald in der Bundesliga sehen. Wer weiß. Verteidigertalente haben es schwer in solchen Aufzählungen, kommen selten vor. Ganz besonders Außenverteidigertalente. Das liegt aber auch daran, dass es wenig von ihnen gibt. In La Liga gibt es aber einen Rechtsverteidiger, der vor allem vor der Corona-Pause für Aufsehen gesorgt hat. Die Rede ist von Emerson, 21-jähriger brasilianischer Rechtsverteidiger, 18 Millionen Euro wert, aktuell bei Betis Sevilla, beziehungsweise bei Barca, um genau zu sein,
Bei beiden. Im Januar 2019 haben sich nämlich beide Vereine zusammen diesen Spieler von Atlético Mineiro geholt. Die ersten 2,5 Jahre spielt er bei Betis und dann soll er zu Barca gehen. So war zumindest der ursprüngliche Plan, aber ob er jemals für Barca spielen wird, sei mal dahingestellt. Kommen wir gleich noch drauf. Er ist ein relativ großer Flügelverteidiger mit jeder Menge Speed. Mit seiner Größe von 1,83 ist er zum einen robust und vor allem auch kopfballstark. Defensiv ist er so einer, der dann auch gerne mal über die Stränge schlägt und immer am Rande der Legalität spielt, hat jetzt schon 8 gelbe Karten in La Liga gesammelt. Aber offensiv, da ist er besonders gefährlich, da kann er seine Geschwindigkeit ausspielen, ist aktuell der torgefährlichste Verteidiger der ganzen ersten spanischen Liga mit 3 Toren und 5 Vorlagen. Und ich habe ihn mir jetzt für die Vorbereitung relativ intensiv angeschaut und musste dabei immer wieder an einen Landsmann von ihm denken, der damals bei Inter einer der besten Rechtsverteidiger der Welt war, nämlich Maicon. Ja gut, von dem Niveau ist Emerson noch ein Stückchen entfernt, aber er spielt verdammt gut bei Betis Sevilla in diesem Jahr, ist da Stammspieler und solche Leistungen locken natürlich auch größere Clubs an. Bis zum Ende der nächsten Saison soll er planmäßig noch bei Betis bleiben, aber Barcelona hat die Transferrechte. Und da haben schon ein paar Clubs angeklopft, so wie Everton zum Beispiel, die Tottenham Hotspur, aber auch Bayer Leverkusen. Gerade bei Bayer wurde in den letzten Wochen viel spekuliert. Barcelona soll ja an Kai Havertz interessiert sein und vielleicht kriegt man da irgendwie einen Tausch hin, plus natürlich einer saftigen Ablöse. Aber Leverkusen ist auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Also, Emerson ist einer, der diesen Sommer oder auch vielleicht nächsten Sommer wechseln könnte, spielt gut, ist einer der talentiertesten Rechtsverteidiger aktuell in Europa und da macht es natürlich Sinn, genauer hinzuschauen. Der dritte im Bunde ist einer, den kennen die meisten von euch bestimmt schon länger, gilt schon lange als eines der größten Talente Europas, aber jetzt hat man es vor der Corona-Pause dann endlich auch mal auf dem Feld gesehen und das konstant, das war vorher nicht immer so. Alexander Isak, 20 Jahre alt, Schwede, Stürmer, spielt bei Real Sociedad und hat einen Marktwert von 22,5 Millionen. 2017 ist er aus Schweden zum BVB gewechselt, aber nach 2 eher enttäuschenden Jahren ist er dann von Dortmund nach Spanien zu Real Sociedad geflüchtet. Ja, die spielen eine verdammt starke Saison, sind aktuell sogar auf Champions League Kurs auf Platz 4 und Isak ist vor allem in den letzten Wochen und Monaten ein nicht ganz unwichtiger Faktor gewesen, weil der hat ordentlich aufgedreht. 12 seiner 14 Saisontore hat er im Dezember oder danach gemacht und gerade im spanischen Pokal ist er nicht zu stoppen. 7 Spiele, 7 Tore, davon 2 im Viertelfinale gegen Real Madrid. In der Copa del Rey steht man auch mittlerweile schon im Finale. Ja, Isak ist 1,90 groß und verdammt schnell. Gerade bei Kontern ist er eine Waffe und für seine Größe, wie ich finde, auch sehr, sehr beweglich. Mit diesen physischen Voraussetzungen und dem spielerischen Potenzial, was er jetzt ja endlich auch mal in den Spielen zeigt und regelmäßig trifft, lockt er natürlich auch wieder die größeren Clubs an. Laut unseren Informationen hat der BVB sogar eine Rückkaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel in den heutigen Zeiten, aber ob er nochmal wieder zurück zum BVB will, nach seinem ersten Mal, was nicht so doll war, das möchte man bezweifeln. Fakt ist, das Team von Real Sociedad macht momentan sehr viel Spaß rund um Spieler wie Alexander Isak, aber auch natürlich einem sehr groß aufspielenden Martin Ødegaard, den man bestimmt auch in dieser Liste hätte erwähnen können, aber zudem haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit mal ein eigenes Video gemacht, habe ich euch verlinkt. Aber Alexander Isak ist einer, wo ihr ein Auge drauf haben solltet. Das waren unsere 3 Talents to Watch aus La Liga für die restliche Saison. Da hätte man bestimmt auch noch ein paar andere Namen nennen können. Ihr habt vielleicht auch noch welche im Hinterkopf. Schreibt die Namen mal gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und bis dahin liken und abonnieren nicht vergessen.